Und damit moin moin und zurück zu Secret of Evermore. Dieses Mal wahnsinnig koffeinlos, aber ich habe mir jetzt gedacht, hey, vielleicht hast du so einen kleinen Anreiz, hier mal eher durchzukommen, denn ich gönne mir jetzt meinen Kaffee erst, wenn ich hier halbwegs durchgekommen bin. Heißt aber auch, ich muss mir das Ganze nochmal genauer angucken. Denn ich bin im letzten Part hier rein. Hier irgendwo war diese Tür, genau. Da bin ich mit dem Hund reingekommen. Jetzt hatte ich den da oben irgendwie festgesetzt. Genau. Aber, und das ist halt das Ding, ich glaube jetzt, wenn wir da hochgehen, dass mir das eigentlich nicht wirklich viel gebracht hat. Genau, die haben wir irgendwie aktiviert. Ich schätze mal wirklich, das hat was mit den Plattformen zu tun, weil die unterschiedliche Farben haben. Ich denke mal, wir hätten, was auch immer für eine Plattform wir genommen haben, die andere nehmen müssen. Aber ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Ich glaube aber, dass hier kein Weg mehr war. Ist jetzt ein paar Tage her, aber das macht nichts. Ich gehe einfach nochmal kurz gucken. Genau, also ich denke, irgendwie kriegen wir das auf mit irgendwas. Vielleicht einfach nochmal ein Zauber oder irgendwas, denn die haben ja auch am Strand noch diese... Ja, voll erschreckt, obwohl ich weiß, dass sie da sind. Wir haben am Strand noch diese Wände, die wir irgendwie kaputt kriegen können. Ich denke mal mit der gleichen Geschichte. Okay, aber ich glaube, da oben ist dann nichts mehr zu holen. Ist die Frage, wohin jetzt? Weil da drüben, da oben war ja auch alles zu. Hier kommen wir nicht rüber. Ha. Ich denke also mal wirklich, vielleicht da, wo wir hergekommen sind, noch was? Du Ureus, ey. Komm ruhig her. Aber hör auf, deinen Stab so komisch zu schwingen. Sieht aus wie ein Küchenmesser. Oh, hoppla. Okay, Screenwechsel während einer Explosion. Ist auch mal was Neues. Ja. Ach Gott, ich habe mich so gefreut auf euch, Dullis. Ich glaube, ich versuche auch gar nicht, die jedes Mal zu killen. Das dauert viel zu lange. Da waren wir schon. Weißt du, die halten mich halt auch einfach fest. Dann muss ich sie killen. Sag mal. Das werden meine neuen Lieblingsfreunde, ehrlich. Der Versuch, nicht durchzudrehen. Totenschädel-Tins 2 zu 0. Wie er mich auch beim Casten vom Zauber noch erwischt. Der Drecksack. Also ich muss gucken. Wahrscheinlich hier nochmal hoch oder... Ups. Ich mach dir jetzt auch einen Schaden. Hauptsache du stirbst. Da unten war auch nichts mehr. Also irgendwo hier auf dieser Ebene muss doch irgendwas sein, weil auf der anderen war nichts. Vielleicht wirklich hier nochmal raus? Ich weiß nicht, wo es da hinführt. Also wir haben ja mehrere Treppen und wir haben auch Ausgänge. Ich werde jetzt also alles, was da an möglichen Ausgängen, Eingängen, Treppen ist, nochmal abchecken und gucken, ob ich vielleicht irgendwas irgendwann zum Beispiel mal nicht genommen habe, weil ich gedacht habe, oh, da geht es dann da und dahin. Und es wäre vielleicht was anderes gewesen, was uns vielleicht woanders hinführt, wo ich jetzt nicht hinkomme, weil ich eben dachte, ja, da warst du schon. Solche Geschichten halt, ne? Kommen wir hier raus. Warte mal. Ich glaube, ich habe zum Beispiel letztes Mal schon wieder irgendeinen Scheiß gedacht. Nämlich, dass ich hier rauskomme, wo ich eigentlich reingekommen bin in die Pyramide. Aber hier ist ja zu. Und ich meine, ich bin hier rumgelaufen und bin dann irgendwo reingegangen. Herunterspringen ist nicht. Da kommen wir halt erst mit dem Hund rein. Aber das hier ist halt komplett zu. Das ist nicht das, wo ich...
wo ich in die Pyramide rein bin, oder bin ich jetzt blöd? Huch! Hoppla! Ach, warte. Nee, oder? Ich hab grad so ein dumpfes Gefühl. Das wäre jetzt... Ich würde mich jetzt aber krank lachen, weil ich glaube, da drüben sind wir ja schon rausgekommen, aber hier nicht. Nee, das ist nämlich hier links von uns. Das ist die Treppe, die ich hoch bin. Und dann irgendwo rein zu uns in die Pyramide. Oh nee, komm. Also, ich guck's mir jetzt mal an, aber ich glaube, dass... Ha! Da hängt sich das Spiel erstmal auf. Spiel so. Nö, ich werde jetzt noch Spannung generieren. Ich will wissen, ob das jetzt der Weg ist. Jo, Wahnsinn. Da speichere ich auch direkt nochmal, einfach weil das Spiel mich, glaube ich, heute auch mal wieder trollt. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Federn! Nee, und hier waren wir wirklich noch nicht. Ey, manchmal bin ich ein Blindfisch. Ich glaub's selber nicht, nee. Boah, hier ist alles voll mit Krügen. Was zum... Das sind echt ein paar. Also wenn ich die alle aufmachen kann, wow. Ja, aber Alter, mir fehlen die Worte. Ich bin gerade so durch. Ich bin die ganze Zeit irgendwie um den Eingang, Ausgang, was auch immer rumgelaufen. Und hab wahrscheinlich gedacht, ne, das war der, wo ich eigentlich vorher schon die ganze Zeit in die Pyramide rein bin. Und dann komme ich da wieder raus. Und bin da nie rein oder was? Oder ich muss mir das nochmal angucken. Eine Eichel. Ja, nee. Ist klar. Dynamit. Spreng das Ding in die Luft. Dann haben wir wenigstens Ruhe vor den Totenschädeln. Aber echt, das sind so... Du spawnst ziemlich schnell wieder nach. Das sind so Momente, da verliere ich ehrlich gesagt den Glauben in mich selber. Da kann man so blind sein, aber auf beiden Augen? Nimm mal die Tomaten runter. Was... Und du hör auf, mich anzufingern. Ich hab's nicht so mit Leichen und Mumien und so. Ich bin eigentlich ganz gerne noch lebendig und ich mag mein Gegenüber auch noch lebendig. Okay, fahren wir erstmal die Krüge ab hier. Ich bin so durch. Die zwei haben wir. Schmierfett. Mondsteine, was ist das alles? Ich werde mir das gleich nochmal angucken, wenn wir hier durch sind. Aber das könnten alles Zutaten sein. Die Evil hat mir nämlich im Kommentar auch, danke dafür nochmal an der Stelle, gesagt, wo ich denn den Pilz finden könnte. Flügellehm. Was, Spiel? Warum gibst du mir so viel Zeug? Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn du das machst. Da schon wieder. Die Gesichtsakrobaten, ey. Jetzt hat mich dieser Drecks-Totenschädel. Davon abgehalten, meine Attacke zu casten. Wehe, du kommst hier rein. Wasser, Nektar, von dem wir genug haben. Elixier, Trockeneis. Ethanol. Okay, und jetzt sind wir auch hier ganz am linken Rand vom Raum. Lass mich zwischendurch mal reingucken. Wir können auf jeden Fall noch eine Höllenfaust mehr casten jetzt wieder. Flucht, ja stimmt, über 48. Also Spiel, wenn ich das brauche, dann verliere ich wirklich ganz den Glauben. Flügel haben wir noch bekommen, das ist nice. Warte mal, ich will hier jetzt nochmal gucken. Zutaten, genau. Ja, auf jeden Fall ist die Eichel eine Zutat. Schmierfett auch. Mondstein auch. Und da ist auch der Pilz, genau. Ich weiß nicht warum, aber ich habe überall danach gesucht, nur hier nicht. Trockeneis auch, Feder auch.
Mhm. Also ich habe bis jetzt noch keine Formel, wo die Sachen drin sind, aber ich denke mal, das kommt da noch. Ich hasse. Hass ist gar kein Ausdruck. Entschuldigung. Die ist doch... Die macht mich so fertig. Aber ich werde einfach die Attacke jetzt mal geladen halten. Ich muss sagen, auch wenn ich bei Secret of Mana beispielsweise da gar nicht so der Typ für war, die Attacken anzuhalten und es mir deswegen hier am Anfang echt extrem schwer gefallen ist, das öfter mal zu machen. Also so hin und wieder habe ich es ganz gerne mal gemacht, aber halt nicht so oft. Aber ich merke mittlerweile wirklich, warum das hier eher vielleicht eine Sache ist, als ich es aus Secret of Mana gewohnt bin. Das ist schon... Das hilft hier schon extrem, gerade gegen so Scheißgegner. Elixier. Hundekuchen. Da waren wir schon. Genau, dann haben wir jetzt hier alles abgegrast. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, was das Spiel hier macht. Ich will gerade mal gucken, ob wir hier reingekommen sind. Genau. Dann haben wir hier die ganze Ecke abgegrast. Aber ich vertraue dem Spiel nicht, wenn es mir so viel Zeug gibt. Einfach so ohne Grund. Warum machst du das Spiel? Bestimmt nicht irgendwie aus Dankbarkeit, dass ich bis hierhin gespielt habe. Also, hier oben waren wir noch nicht. Oh, ihr zwei kommt mal schön zusammen. Doch ein bisschen zu weit auseinander. Wie wär's, ihr könntet schunkeln, während ich hier... Also, du schunkelst jetzt halt alleine. Da ist wieder so eine Tür. Irgendwas. Ja, irgendwas ist damit. Okay, das heißt, wir kommen hier oben nicht weiter. Ich sehe, aber hier sind auch noch Räume. Da waren wir. Da muss ich wahrscheinlich hier hoch, ne? Ich hasse H-A-S-S-E, dass ich das Wort noch buchstabieren kann. Geh einfach weg. Lass mich in Ruhe. Komm nie wieder dahin, wo ich bin. Hau ab. Ich treff's noch nicht mal. Ich werde noch... Ganz ruhig. Diese... Nein. Nein. Nein, ich lass mich von den Gegnern nicht... Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Ich weiß, der Spruch ist alt, aber ich mag den. Was ich hingegen nicht mag, sind die Gegner hier. Das ist doch nicht wahr. Nee, komm, ihr cheatet doch. Hohe Ausweichwahrscheinlichkeit hin oder her. Das ist doch jetzt echt unnormal. Okay. War das die erste Plattform, die das konnte? Ich hoffe, weil sonst... Aber ich bin ja eigentlich auf alle draufgetreten, die ich gesehen habe. Ja, da unten ist noch irgendwas. Da unten ist noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich werde nochmal gucken müssen. Aber ich muss sagen, ich begrüße auch hier die Musik. Auch wie gesagt, wenn ich die in Colossia besser fand. Aber ich finde beide eigentlich echt gut. Gerade weil sich bei meiner Verpeiltheit der Dungeon ja doch schon ein bisschen zieht. Zwar in beiden Fällen, aber... Komme ich jetzt hier nochmal... Hass. Purer Hass. Geh einfach. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst und bring mir welchen mit. Kann ich nicht weiter Telekinese casten? Hau ab. Der Pfefferfreundchen, der Pfeffer. Der verfolgt mich auch noch. Was für ein Stalker. Aber hier kam ich nirgendwo. Doch, da war ich schon, ne? Ja, okay, dann war ich hier schon, das, was ich von oben gesehen habe. Und sonst sehe ich nichts, wo ich hin kann. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt alle weg. Alle. Ausnahmslos. Also ich glaube, ich habe noch nichts erlebt in dem Spiel, was mich so fertig gemacht hat, wie die Viecher hier. Okay,
Okay, jetzt sind wir hier. Ach, und jetzt bin ich, glaube ich, auch da, wo der Hund wieder die... Ja, das Gittertor aufmachen konnte. Wirklich geil auch diese Reflexion vom Licht auf dem... Guckt euch mal die Platte von dem Schädel an. Das Oberstübchen, das sieht schon gut aus. Also das Licht des Oberstübchen wahrscheinlich weniger. Weil das ist ja... alles tot und fake, was hier rumrennt. Wobei die Gegner, die finde ich optisch eigentlich mit am Geist. Das erinnert mich so ein bisschen an diese weibliche Figur aus Mummies Life oder wie das hieß. Sag mal, dieser Nektar-Scheiß, der geht mir auf den Zeiger. Komm, gönnen wir uns noch einen. Für die paar HP. Aber das war so eine alte Zeichentrickserie. Ne, 90er, so wie alles, was alt und trash ist, aber irgendwie trotzdem gut. Das war so eine alte Zeichentrickserie auf, ich glaube, Super RTL. Oh, jetzt wird's schwer. Weil die meisten waren, glaube ich, auf RTL 2. Oh, ich glaube, es war Super RTL. Mit diesem Typ, der irgendwie Nachfahre von irgendeinem Pharao sein soll und dann wachen Mumien wieder zum Leben und beschützen ihn oder so. Ja, das klingt nach irgendwas, was ich damals geguckt habe. Da sind wir hergekommen, okay. Kann ich dich hier bitte durch die Tür treffen? Ja, der muss sterben jetzt erstmal, sonst kriege ich die Krise hier. Okay, so, jetzt gucken wir mal mit Hund. Hund, du hattest schon lange nichts mehr zu tun. Nee, das war, glaube ich, nicht so ganz, was ich gebraucht habe. Lass mal weiter gucken. Irgendeine wird es sein. Sieht richtig aus. Ja. Ich frage mich übrigens, was der Hund macht, wenn wir nicht gucken. Wahrscheinlich jagt er seinen eigenen Schwanz. Was Hunde also machen? Ich... Grr. Überall. Sie sind überall. Sie verfolgen mich. Das ist doch nicht fair. Wow, 4 HP. Ich bin echt ein Meister im Nahkampf, doch. Ich bin so von mir selber überzeugt. Ich habe gar keine Dankesrede an mich selber vorbereitet. Trockeneis nochmal. Ey. Ich werde mir irgendwann eine Methode überlegen, wie ich die Viecher züchten kann. Dann züchte ich sie und sperre sie in einem Raum und bringe sie um. Immer und immer wieder. Und der Hund kriegt auch noch Level dafür, dass er nur rumsteht. Uah! Nee, schon wieder die Kacke. Warte mal, ich will jetzt mal gucken. Mit ganz aufgeladener Waffe geradeaus. Nicht so wie neulich von unten nach oben. Ich treffe halt nichts, ne? Uah! Ah ja, guck mal, das sind so grüne. Und das hier? Ja, ne? Ja, okay, es hatte mit der Farbe zu tun, irgendwie. Aber muss man halt wissen. Oha, nein. Nein, geh doch weg. Oh, nice. Flügel. Zauberperle. Ich habe gerade gedacht, es hat die Farben gewechselt. Aber es sind die dunklen. Also wenn ich jetzt auf die grünen drauf drehe, das ist es wahrscheinlich. Ich eigentlich keine Worte für. Keine. Aber auch keine Worte können beschreiben, was ich gegenüber den Viechern... Mit denen würde ich an Valentinstag sogar in 50 Shades gehen, ohne Mist. So sehr hasse ich den Film, so sehr hasse ich die Viecher. Sprich mit der Faust. Und zwar der Höllenfaust. Das ist nämlich... Oh! Ah! Das war ein Fake, oder? Haha, du Drecksding. Ja, da ist nämlich gar nichts drin, aber das Ding holt aus. Schön. Jetzt habe ich mir halt einen Weg raus versperrt. Ist die Frage, ob das ein One-Way-Ding ist oder ob ich hier noch weiterkomme? Wenn ja, hätte ich nämlich gern lieber da unten weitergeguckt, statt hier einen Weg zu verbauen mir.
Ich glaube so, die Wortwitze im letzten Part, das hat so ein bisschen die Verzweiflung wieder gespiegelt, die da war. Eigentlich ist das nicht so schlimm. Okay, da gab es aber nur One Way. Das heißt, wir können hier wieder raus. Wahrscheinlich geht der weg, ja? Aber gut, wir haben's. Ist die Frage, ob wenn man hier nochmal reinkäme, ob die dann wieder hochkommen, aber... Wir haben ja alles mitgenommen. Ich hasse euch. Ich hasse. Hass. Purer Hass. Das ist doch... Warum? Warum werde ich so gestraft? Ich bin froh, dass ich keinen Kaffee habe. Die Tasse wird es nicht überleben. Ne, jetzt will ich aber erst hier unten gucken, bevor ich jetzt wieder einen Weg hier wegmache. Ich muss sie sogar zweimal treffen. Wie gemein ist das denn vom Spiel? Okay, ich muss kurz was trinken. Also ich glaube, nach dem Part mache ich mir keine Tasse Kaffee, ich hänge mich unter die Maschine. Geh weg. Ich musste dann aber auch killen. Ich kann es nicht gut sein lassen. Warum? Warum muss ich mir das dann geben? Die Blamage, die Schmach. Ja, der geht nämlich auch wieder weg, das ist klar. Ist der bitter? Na, da muss er halt zuerst dran glauben. Aber an sich finde ich immer noch schöner Tempel, schönes Prinzip. Ist wirklich mal Abwechslung, ist ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir hier zwei Wege, ne? Ja, ja. Hm. Ist halt die Frage, wo ich zuerst lang muss. Ich werde es dann sehen, denke ich mal. Das war wahrscheinlich der falsche. Da will ich zuerst da. Aber das hier oben sieht eher aus, als käme man da nicht mehr... Als wäre das so ein Sackgassending. Deswegen will ich das mal zuerst ausprobieren. Danke, Hund, du kannst wieder deine Eier kraulen. Ja, genug Blätter, ja. Ja, komm, dann lassen wir sie einfach da. Für die paar HP muss man da irgendwie nicht permanent. Erste Frage, was hier noch drin ist. Oh, okay. Na gut, dann hat es sich in dem Fall überhaupt nicht rentiert. Aber ich wollte lieber gucken, wie gar nicht gucken. War aber eine Sackgasse. Oh, oh nee, das war glaube ich... Ja, nee, nee, das war was anderes. Wir müssen hier eins nochmal runter. Ich bin gespannt, wie lang das dann noch geht hier. Ich schätze wirklich, dass am Kopf der Pyramide dann, wenn wir uns beide auf die Schalter stellen und die Tür aufgeht... Was? Was war das denn? Also mein Spiel läuft noch weiter, meine Aufnahme auch. Was zum... Was zum... Es sind zwei! Oder vermehren die sich jetzt, oder wie? Die sind quasi noch so lebendig irgendwie, ne? Sind das jetzt die anderen, wie sie waren, bevor sie halt Mumien wurden? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Aber die haben so diese richtig geilen Köpfe, wie sie auch die Sphinx haben, so ein bisschen. Das sieht ganz geil aus. Okay, der hat eine extra Explosion bekommen. Mal, bevor die Explosion jetzt irgendwas auslöst wieder. Was ist das überhaupt? Sachmet. Ja, besser Sachmet als Achmet, oder was?
das andere war dann Ahmed oder wie? Oder wie? Was? Ich mag aber die Laufanimation, wie die hier mit ihren Füßen rumtapschen. So ein bisschen unbeholfen. Hä? Bronzeaxt erhalten. Wo haben wir die jetzt her? Wahrscheinlich aus der rechten Hosentasche gezogen oder so. Hm. Bin ich froh, heute ist es wieder soweit, dass ich nochmal zwischengespeichert habe. Ich habe jetzt zwar gesehen, dass die irgendwie ein bisschen besonders sind, die Gegner, und dass sie eben eine Explosion bekommen haben, die ein bisschen anders ist. Hätte aber jetzt nicht erwartet, dass wir da extra nochmal eine Axt haben. Oh, da friest du schon wieder. Was ist das denn? Gucken, ob ich irgendwas anders machen kann, damit das vielleicht nicht passiert. Warte mal, ich mache noch mal einen anderen Speicherstand, vielleicht. Ich drücke auch mal noch nichts. Puh, okay. Direkt nochmal speichern. Ich weiß nicht, was es heute wieder ist, dass es sich so verschluckt. Okay. Aber wir haben eine Bronzeaxt bekommen. Also wir haben jetzt einen anderen, den Drachentöter, den Knochenknüppel von am Anfang. Wir haben einen normalen Speer und wir haben den Bronzespeer und wir haben die Tarantlaxt, die wir zuerst bekommen haben, und jetzt die Bronzeaxt. Die wir direkt auch gleich ausrüsten. Automatisch, ich bin gespannt. Ich denke dann mal, dass die... Ja, genau, okay, dass das für die Dinger hier ist. Ich hätte jetzt... die trifft doch besser, glaube ich. Oder ich habe es mir auch nur so ausgemalt. Ja, es war pure Einbildung. Okay, aber da oben ist nichts mehr. Uah. Das ist die Frage, ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden das war. Nice. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir wechseln nochmal zum Speer und nutzen die Axt erstmal nur für die Türen. Aber erstens können wir sie ja dann ein bisschen leveln und zweitens macht das Einzelattacke schon einigermaßen Schaden. Ich hasse die. Ui, wow, da sind wieder so viele Krühe. So fertig bin ich schon. Wobei, das ist jetzt doch echt wenig Schaden. Dann bin ich doch nochmal so frei und nutze den Speer. Aber das heißt, wir haben halt jetzt echt viele Türen, die wir jetzt öffnen können. Kalksteinhonig, Asche und Wurzel, das ist doch schon einiges. Ich glaube, damit können wir zumindest... Boah, ich dachte jetzt eigentlich, das war Krafthaut noch. Krafthaut, ja. Bin durch. Ich bin offiziell durch. Körper, Junge! Du kannst bei mir bleiben! Die Monster können uns hier nicht attackieren! Oh, aber ich kann speichern. Gerne, gerne. Sagt er noch was? Nee, ne? Ja, ich meine, gut, wenn er hier in dem Raum versauern will, nur zu. Ich finde das nicht so geil. So, hier oben nochmal gucken, da war nix. Ist die Frage, hier geht's wahrscheinlich weiter, ne? Hass. Unbändiger Hass. Und jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay.
Warte mal. Dann gehe ich jetzt aber doch erstmal hier runter, weil da war ja die Sackgasse. Die will ich mir zumindest noch angucken. Okay, stell dich da nochmal drauf, Hund. Ich glaube, das war die hier. Okay. Boah, da bin ich jetzt aber echt wieder verpeilt mit den ganzen Wegen. Ich hoffe... Ja, okay, wir benutzen die schwarzen. Ich hoffe, ich kann mir merken, wo ich dann überall schon war. Geh weg. Weil hier war, glaube ich, nur ein Gegner noch und... Blitzgenesung? Jetzt habe ich mich in eine blöde Lage gebracht. Aber es geht noch. Oh, mal gucken. Warte mal. Mir kommt gerade, das könnte der Zauber sein, von dem mir gesagt worden ist, den findest du auch hier in der Pyramide. Einer von den Zaubern, die Hector Lector dann casten kann. Oh mein Gott, jetzt reimt sich das auch noch. Ich kann den Namen schon nicht ernst nehmen. Oh Gott. Okay, aber sonst war ja hier nichts, ne? Nur ihr, ihr hässlichen, dummen Gestalten. Ja, ist klar, wenn ich zwei umbringe, dass der dritte mich natürlich wieder stresst, ne? Okay, die hier. Die hier. Und die hier. Haben wir hier oben zumindest alles mitgenommen. Du Arschbonbon! Da kriegst du so einen Hals, ehrlich. Was ist das denn? Ein Schaden. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem drüber. Der Tag, an dem die auf immer und ewig verschwinden. Kauf mir jetzt schon mal selber Blumen und Pizza. So, und dann hatten wir hier das noch, ne? Whoa! Oh, Hund! Oh, Hund! Wir haben unseren Hund wieder. Das ist doch geil. Ja, gut, wobei, da ist halt hier nichts mehr. Aber ich denke mal dann, dass wir... so dann rauskommen mit dem Hund, dass wir jetzt beide da hochkommen auf die Pyramide. Was ich mich jetzt natürlich noch frage, ist, ich werde vielleicht trotzdem nochmal umgucken, mich, ob ich da nochmal von diesen Wänden hab irgendwo. Einfach nicht, dass ich irgendwie noch was verpasse, aber ich würde sagen, das mache ich dann beim nächsten Mal. Wir gucken uns vielleicht nochmal ganz kurz um, ob noch irgendwas fehlt. Und dann würde ich sagen, geht's hoch zur Pyramide und ich denke, dass da auch der Boss wartet. Ich weiß nur noch, dass es irgendwas Goldenes war. Ich weiß aber nicht mehr, was es war und warum es war und wie viele. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann an. Bis dann. Puh, er braucht auch erstmal einen Kaffee, ey.